Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Nach seinem letzten Erfolg Bavaria, Traumreise durch Bayern, bringt er nun eine neue Dokumentation in die Kinos. Und zwar heißt das Bayern sagenhaft. Ich begrüße ganz herzlich Josef Filzmaier. Herzlich willkommen, Herr Filzmaier. Guten Tag. Herr Filzmaier, wenn man diese eine Dokumentation von Ihnen gesehen hat, Bavaria, Traumreise durch Bayern, sensationelle Bilder von unserem Land hier. Inwieweit unterscheidet sich jetzt Ihr neuer Film von dem anderen? Der unterscheidet sich total, weil ich kann ja nicht nur mit dasselbe machen. Bayern, das war Bavaria, Traumreise, war hauptsächlich von oben. Wir waren sozusagen damals, vor 8 oder 9 Jahren, waren wir die Ersten, die von oben was gemacht haben. Und jetzt kann man überall sehen, New York von oben, also man sieht ja immer alles von oben jetzt. Ja. Aber wir waren damals die Ersten. Und der Film entscheidet sich natürlich total. Wir sind jetzt mehr auf die Menschen gegangen und haben einen ganz anderen, ja, das ist ein kurioser Reigen durch Bayern vom 1. Januar bis 31. Dezember. Und ich konnte da auch die Monika Gruber gewinnen, ja. Was mich sehr gefreut hat. Und ja. Noch einmal zur Traumreise durch Bayern. Das war, weil Sie sagen, das war alles von oben gefilmt. Ja. Das war, da gab es die Drohnen dann eben, nicht? Das haben wir nicht mit Drohnen gemacht. Weil das kann man nicht, weil man kann nicht über die Stadt mit Drohnen fliegen oder man kann nicht mit Ansammlungen von Menschen mit Drohnen fliegen. Da waren überhaupt keine Drohnen dabei? Da war keine einzige Drohne dabei. Ah ja, okay. Das war alles aus dem Hubschrauber. Und der Hubschrauber, der hat natürlich die Kamera, das ist natürlich genial. Man hat ja 150 oder 300 Meter Flughöhe. Ja. Und man kommt ja mit dem Zoom der Kamera, dann kann ich auf den Kopf runterfahren, den habe ich voll im Bild. Also da ist so ein gewaltiger Zoom drin und darum kann man, bei der Drohne kann man gar nicht so hoch fliegen. Oder wenn man in den Bergen fliegt, das geht gar nicht, weil man die Drohne ja gar nicht im Griff hat. Okay. Ja, das ist nur bestimmte Sachen. Ich stelle mir aber sehr schwierig vor, unter Ihnen Kameramann zu sein, denn Sie wissen ja nun wirklich, wovon Sie sprechen, da Sie ja selber Kameramann gewesen sind. Ja, das ist schon schwierig, muss ich sagen. Weil ich habe ja jetzt, wir haben ja ganz ein kleines Team gehabt. So ein kleines Team habe ich mein Leben noch nie gehabt. Aha. Wir haben mit 4 Leuten den Film gemacht. Also, das war ich, das war der Schwenker, das war der Ton und der Assistent. Und so haben wir uns immer zusammengefunden, wenn was los war. Und so sind wir durch die Lande gezogen. Und es war wunderschön. Wir wurden ja überall toll aufgenommen in den Städten und den Dörfern, wo wir gedreht haben in Bayern. Ja. Und ich mache dann selber auch Kamera, weil ich habe bisher alle meine Filme nach Herbstmilch, habe ich ja alle Filme produziert, Regie gemacht. Ich sage immer, ich habe einen Film gemacht. Regie habe ich mir damals nicht, das war für mich ein zu großer Name, Regie, weil ich kannte auch die anderen Leute, die Regie führen. Ja. Die Großen habe ich gesagt, ich mache halt einen Film. Und Kamera habe ich auch immer dazu gemacht. Ich habe das durchgehalten, nachdem Herbstmilch ein großer Erfolg geworden ist. Habe ich gesagt, so, jetzt mache ich weiter. 2 Millionen Zuschauer hat er gehabt. 2,6. 2,6 sogar. 2,6 hat gekostet 1,926 Millionen. Und hat, glaube ich, eingespielt 28 Millionen. Aber jetzt wollen wir uns über Ihren aktuellen Film unterhalten, Bayern sagenhaft. Da gibt es auch natürlich schon die Poster dazu, die Film. Poster, die wir jetzt auch gleich sehen werden. Und hier natürlich als erstes mit drauf die Frau Gruber. Wie haben Sie denn die Monika Gruber dazu gekriegt, bei Ihnen mitzumachen? Was haben Sie ihr gesagt? Ja, das war alles nicht so geplant, wie es dann stattgefunden hat. Und zwar, ich habe halt einfach, ich kenne die Monika recht gut, da habe ich gesagt, du kannst dir das vorstellen und so. Und ja, gesagt, vorstellen, dass du mitspielst. Wir wussten noch nicht genau, was. Aha. Also es hat ja kein Drehbuch nicht gegeben. Aha. Also das war alles so Kopfsache. Wo ist was? Man konnte es ja nicht so schreiben. Wir haben 20 Stunden oder 25 Stunden Film, wo wir dann 89 gemacht haben. Und die Monika, ja, das war jetzt keine große Überredungskunst. Weil wir mögen uns gern. Okay. Aber es ist dann im Film dann noch mehr dazugekommen, als angedacht. Hat gesagt, jetzt fehlt da schon wieder was, ey, wo ich dabei sein muss und so.
Also so war das halt, also es war sehr schön. Damit wir mal einen Eindruck kriegen, können wir uns gleich mal so den ersten Clip angucken, denn da geht es um Drachenstich. Und bevor wir uns den Clip angucken, muss man ja erstmal überhaupt wissen, was ist denn überhaupt ein Drachenstich? Das ist ja auch was sehr Bayerisches. Ja, Drachenstich, das ist eine Überlieferung vom Mittelalter über die Hussitenkriege vom Osten her. Also, und die haben das dann das Ganze nachgespielt. Also das im vierten Mal habe ich auch nicht gekannt. Also man muss immer schauen, was man noch nicht so oft gesehen hat. Ja? Ja. Und den Drachenstich, was ich jetzt festgestellt habe, weil ich habe eine Vorführung gemacht, so geheime Vorführung für mich, mit ungefähr bis jetzt 400 Leuten. Und die meisten haben einen Drachenstich nicht gekannt. Die meisten haben den Himalaya-Nepal-Park nicht gekannt, in der Nähe von Ringsburg. Also da gibt es viele Sachen, wo man nicht kennt. Genau, das ist also das Ganze findet in Furt statt, ne? Richtig, Furt im Wald. Furt im Wald. Und das, was ich mir jetzt angelesen habe zu diesem Drachenstich, war, dass der Priester aus der Kirche rausgekommen ist und die davor mit einem Drachen gespielt haben und den in diesen Zug mit einbauen wollten, den es da traditionell gab. Und die Kirche hat gesagt, das macht ihr nicht. Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung nicht. Und dann haben die Forscher so lange drauf bestanden, bis es dann doch möglich wurde. Ja, ich habe dann damals im Tourismusbüro angerufen, im Forscher gesagt, ich möchte, und die waren ganz begeistert, dass ich das drehe. Und dann waren wir dann den ganzen Tag da unten. Und das war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Also wie das ist ja eigentlich ein Theaterspiel vorher. Und dann kommt ja praktisch der Drache. Genau. Und unseren Drachen habe ich noch nicht gesehen. Der war haushoch. Und der war gesteuert elektronisch. Da war innen im Bauch von dem Drachen sitzen ja welche, die das alles steuern, weil das Teil kann ja gar nicht gehen eigentlich normal. Ja. Und dann macht der Drachen sein Maul auf und dann muss das Schwert, der Spieß da reingeschmissen. Genau. Das schauen wir uns jetzt mal an. Okay. Das Festspiel erinnert an die Hussitenkriege und prangert die Sinnlosigkeit von blutigen Konfessions- und Glaubenskriegen unter Nachbarn an. Aber dann wird der tapfere Knappe Udo zum Ritter geschlagen, besiegt den Drachen und er rettet die schöne Burgherrin und das leidende Volk. Vorstellen, ist das ein Theater dort? Oder? Ja, diese Dorfmitte, so ungefähr, da ist alles abgesperrt in Furt. Das ist das Highlight überhaupt, glaube ich. Ist das jedes Jahr? Das ist jedes Jahr. Okay. Und da waren zigtausende Menschen. Und dann wird die Straße wieder aufgefüllt mit Sand und mit Stroh, auch wegen der Pferde, die halt laufen können und so. Und dann die Tribünen daneben, eine richtige Kulisse aufgebaut. Und das war schon, das war für mich auch, wie ich das erste Mal gesehen habe, an Ort und Stelle war das sehr beeindruckend. Mit wie vielen Kameras haben Sie das gedreht? Wir haben gehabt 1, 2, 3, 4. Also schon vier. Auch einen ziemlichen Aufwand getrieben. Ja, aber da hat jeder praktisch, wir waren 4 Leute, da hat es keinen Assistenten gegeben. Ja. Da haben wir die Kamera oben am Balkon, die totaler war, wo die Tiefenschärfe okay ist und so. Mhm. Und die andere musste man halt auch selber ein bisschen die Schärfe ziehen. Wenn ein bisschen was unscharf war, wenn man so viel Material gehabt, dann konnte man das rausschneiden. Also keine öffentlich-rechtliche Produktion. Da wären dann nicht 4 Leute, sondern 40 Leute angetanzt. Ja, das war keine öffentlich-rechtliche Produktion, das stimmt. Ja. Jetzt waren Sie natürlich auch beim Klassiker Landshuter Hochzeit. Und das findet ja nur alle 4 Jahre statt. Ja. Wie lange haben Sie denn überhaupt an dieser ganzen Dokumentation gearbeitet? Also Sie sagen das schön, Landshuter Hochzeit war unser erster Drehtag. Aha. Und der war also vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren, weil Landshuter Hochzeit war jetzt vor kurzem wieder, nach 4 Jahren. Aber ich musste ja ich konnte nicht die jetzige drehen, wenn ich jetzt am 26. Oktober den Film starte. Ich habe nachgerechnet, habe mir gedacht, in 3 Monaten pappt er das zusammen, nicht schlecht. Nein, das wäre nicht gegangen, auch mit Mischungen und alles und so. Weil wir haben ja praktisch eine große Endproduktion gehabt in der Bavaria.
Also richtig vom Feinsten, auch tonlich, dass das halt alles stimmt und dass das im Kino auch die Wirkung hat. Ja, ja. Dass man Dokumentation fürs Kino macht, ist ja eigentlich jetzt nicht so üblich. Die sind ja jetzt nicht so, das ist ja eigentlich mehr Fiktionales, was wir hier in unseren Kinos haben. Ja, das stimmt. Wo sehen Sie sich eher fiktional oder dokumentarisch? Nein, ich sehe mich natürlich auf der anderen Seite. Auf Spielfilme. Das waren meine einzigen Dokus, die ich in meinem Leben gemacht habe. Schade eigentlich. Ja, ich habe so tolle Produktionen gehabt, wie also Schlafes Bruder, Herbstmilch, Komödien, Harmonies, Nanger Parbat, also die alle natürlich nicht mit 4 Leuten gemacht wurden. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe gemerkt, ich habe das Angebot einmal gekriegt von Herrn Gräuber, habe ich das den Film Bavaria zu machen. Ja? Mhm. Und dann musste ich mal überlegen, habe ich gesagt, das ist eigentlich noch nicht passiert. Mhm. Es hat mich sehr interessiert und das könntest machen. Und das war dann auch ein großer Erfolg. Ja. Vor allen Dingen auch im DVD-Vertrieb. Gell? Da sind, glaube ich, bis jetzt 260.000 DVDs verkauft worden. Ich könnte mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass Sie eine solche Dokumentation, ich sage mal, über Nordrhein-Westfalen machen oder Schleswig-Holstein. Also da ist schon das Herz des Bayern mit drin. Ja, das Herz des Bayern, das stimmt, ja. Das ist schon dabei. Aber ich habe letztes Mal gesagt, ich verstehe nicht, dass die 16 Bundesländer, unser Land ist ja nicht nur Bayern, unser Land ist ja schön. Mhm. Und warum, dass man jetzt Nordrhein-Westfalen oder Mecklenburg-Vorpommern, das sind ja alles tolle Motive, dass dem keiner eingefallen ist, das zu machen. Habe ich nicht verstanden. Ja, und vor allen Dingen das, was Sie jetzt in diesem neuen Film gemacht haben, Bayern sagenhaft, dass Sie eben wirklich auch die traditionellen Sachen aus diesem Bundesland hervorheben. Da ist ja Deutschland nun wirklich sehr bunt, also ich stimme Ihnen da völlig zu. Ja, ist bunt, da absolut. Das bunteste ist Bayern. Ja, das bunteste ist Bayern. Da haben Sie es am leichtesten sozusagen. Jetzt gibt es etwas, was ich auch noch nie gehört habe, was in Ihrer Dokumentation vorkommt, Mufatz. Mufatz ist der Tölzer Fasching, der alle 7 Jahre stattfindet. Und wenn man da mal war auf dem Fasching, dann ist eigentlich jeder Faschingszug, kann man vergessen. Wir sehen hier ein Bild davon, also die Masken sind schon einmalig. Tolle Masken, die Leute alle, da war schönes Wetter, die Leute alle ungeheuer fröhlich, also richtig gute Stimmung, positives Denken. Also es war richtig klasse, am liebsten wäre man da gleich maskiert mitgegangen. Kennen Sie den Hintergrund? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Weiß ich nicht. Ja, okay. Weiß ich nicht. Aber es ist schön, schön bunt, Musik machen die auf der Straße und dann haben Sie natürlich noch den Frohen Leichnamzug, der ja in Bayern eine riesige Rolle spielt, auch und gedreht. Das habe ich auch nicht so gewusst. Ich habe nur so gehört, dass es auf Seen Frohen Leichnamsprozessionen gibt. Ja. Und dann hat mir ein Bekannter gesagt, du musst nach Murnau fahren, am Staffelsee. Da ist die schönste von Leichnamsprozession auf dem See. Und das war ungeheuer beeindruckend. Ja. Also die Oberländer, alle in Tracht, in den Kähnen. Mhm. Schöne Trachten, richtige Trachten, nicht nachgemachte. Ja. Und es war einfach beeindruckend. Da mussten Sie ja auch auf dem Boot mitdrehen, gell? Richtig, genau. Wir waren auf dem Boot. Wir mussten ja uns da durchschlängeln durch die ganze Ding. Schauen wir mal kurz rein. Da gibt es jetzt meiner Meinung nach gibt es leider Brauchtum im Mai. Aber das ist jetzt nicht als öffentliches Bekenntnis des Glaubens. Unter einem symbolischen Himmelsdach wird der Leib Christi in Begleitung der Gläubigen durch die Gemeinde getragen. Zu den eindrucksvollsten Fronleichnamsfesten gehört die Seeprozession auf dem Staffelsee bei Murnau. Schiedsstreifen Schneende. Du, warum wünscht sich der einen Schnee? Weil er dann nicht so viel Arbeit gehabt hat. Wenn der Josef Filzmaier die Kamera rausholt, ist grundsätzlich blauer Himmel in Bayern, oder? Meistens. Ich habe da Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch beim normalen, wenn ich Filme gedreht habe, große Filme, da habe ich manchmal so viel Glück gehabt, da habe ich den lieben Gott gedankt, weil es ist das wohl, wenn man da nicht drehen kann, kann das so ein Drehtag bei Comedy in Hammers, weiß ich, wo ich
20 Hauptdarsteller hatte, in Wien, in einem Bad, da hat es geregnet in der Früh, dann habe ich gesagt, wir fahren jetzt trotzdem hin. Mhm. Und um 11 Uhr hat es aufgehört. Und alle wollten das schon abblasen. Und dann war blauer Himmel, weil so ein Räder kostet dann 100.000 Euro. Ja, klar. Also da muss man irgendwie, muss man durch und muss immer denken, es wird schon schön. Aber was ich da so schön fand, bei der Fronleichnam-Prozession, da gibt es doch den älteren Herrn. Ja. Der sagt, schön wäre es, wenn es schneien würde. Wenn es schneien würde. Wenn es schneien würde. Ja, ja, genau. Und dann habe ich gefragt, warum die sagt, weil das war völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Hat er gesagt, dann hätte ich nicht so viel Arbeit. Ach. Weil da hätte er nicht am Staffelsee, wäre die Prozession nicht, also der wäre dann lieber zu Hause. Und die Marion Huber, die hat sich dann diese Filmclips angeguckt und sich überlegt, was könnte ich da Witziges zu sagen, denn die reagiert ja darauf. Ne? Die Marion Huber? Nein, nicht, ja. Monika Gruber, macht ja nichts, kein Problem. Nein, es war so, dass wir haben uns ausgedacht, dass wir den Film selber besprechen. Ja. Also das ist die Stimme von mir und von der Monika Gruber. Aber nicht jetzt also geschichtsträchtig, sondern immer ein bisschen mit einem kleinen Schwenk am Hintergrund. Also dass das auch irgendwie schön anzuhören ist oder auch lustig und so. Und so sind wir halt den ganzen Film da durchgegangen. Und die Texte hat der Autor, der Hannes Burger, geschrieben. Ja. Und den haben Sie auch gesagt, also ich mache da was über Bayern und kannst... Hannes Burger hat damals die Nockerberg-Reden geschrieben, genau. Glaube ich, beim Sedlmayr oder was. Ja. Und das war schwierig einfach, so, dass man auch die Orte weiß. Beim ersten Film haben wir keine Untertitel gehabt, was ist das? Mhm. Welcher Ort oder was ist das überhaupt? Ja. Und da haben wir jetzt die Überleitung im Text haben wir so gestaltet, dass jeder weiß, wo das ist. Weil wir haben damals viele Briefe gekriegt, haben Kinder mir geschrieben, meine Eltern wissen das nicht, wir möchten so gerne hinfahren. Da musste ich immer dann schreiben, wo das war. Also das haben wir jetzt ja verbunden, man hat daraus gelernt ein bisschen auch. Also mit Notizblock und Stift ins Kino gehen und die interessanten Sachen aufschreiben. Ja, so war es. Und mit der Monika habe ich natürlich, wir haben wie der Film beginnt. Der Film beginnt ja im Weltall. Genau. Sie kommen von außen runter. Sie ist auf der ISS, original. Da haben wir ein Jahr lang gebraucht, um die Originalen zu kriegen, die man dann bearbeiten kann und so. Und sie beginnt ja oben und sagt, ich möchte wieder heim, sozusagen. Und da haben wir natürlich einen Gag draus gemacht. Wenn die Sonne aufgeht, die Weltkugel, ist ja nur schwarz. Wenn die Sonne dann hinten kommt, dann wird die Weltkugel ja vorne hell. Und da haben wir eingezeichnet die 7 Bezirke von Bayern. Und dann sagt sie, ach Schwaben, Franken, Bayern, ich möchte wieder heim nach Bayern und so. Also, und dann holen sie es halt runter dann. Ja. Und dann geht sie da durch. Da kann man nicht so viel verraten, weil das ist wirklich wie Hollywood. Also die erste Eschung ist wie Hollywood. Genauso gut gemacht. Wenn wir gleich zurückkommen, dann werden wir denjenigen verraten, was ein Säckler ist. Und zwar denjenigen, die nicht wissen, was ein Säckler ist. Da geht's halt beim Lederhosenmacher im Berchtesgaden quasi noch vorindustriell zu. Dafür mit viel Kunst und Liebe. Mal schau, alles fürs schönste Hosenteil der Welt. Also Lederhosenmacher, Säckler, haben Sie nicht jetzt das so genannt, weil... Ja, weil es keiner versteht. Weil es keiner weiß, was ein Säckler ist. Ja. Es gibt welche, die verstehen es natürlich, aber ich glaube, die meisten nicht. Wie sieht es bei Ihnen selber aus so mit der Tradition? Wie viele Lederhosen haben Sie denn zu Hause im Schrank? Ich hab eine lange Lederhosen. Aha. Eine lange Lederhosen, die habe ich einmal geschenkt bekommen von Hubert von Geusern. Da müssen Sie mir helfen. Hubert von Geusern, der berühmte österreichische Sänger. Aha, okay. Hubert von Geusern ist, muss man kennen. Muss man kennen so. Und ich habe einmal einen Film gemacht mit ihm und da hat er mir eine Lederhosen zum Abschied geschenkt. Mhm. Eine kurze Lederhose kann ich nicht tragen. Verraten Sie uns das Geheimnis. Ja, das kann ich verraten, weil ich zu dünne Wadel habe. Ah. Und da schaut es nicht gut aus. Wenn man so, ich bin in meinem Leben sehr viel Rad gefahren und die Radfahrer haben wir eigentlich alle ein bisschen dünne Beine. Und das schaut, da kann ich mir nur so viele dicke Socken anziehen. So Wadelschoner. Ja, aber das ist nicht gut. Und das schaut bei mir, glaube ich, nicht so gut aus. Okay, das ist damit geklärt.
Ja, dann haben wir jetzt noch, das finde ich ja persönlich ein sehr schönes Event, wie man auf Neudeutsch sagt, oder Ereignis, nämlich das Ochsenrennen. Ja. Das findet aber jedes Jahr, glaube ich, statt. Nein, alle 5 Jahre. Alle 5 Jahre, ja. Auch nur. Das haben Sie dann wunderschön in diese 4 Jahre reingepackt. In diese 4 Jahre habe ich die 7 Jahre reingepackt, die 4 Jahre und die 5 Jahre vom Ochsenrennen. Und ich habe jetzt sogar gehört, dass bei dem letzten Ochsenrennen auch eine Frau mitgemacht hat. Also die hat auf dem Ochsen gesessen. Die habe ich nicht gesehen. Die haben Sie nicht gesehen? Ja, die hat den Ochsen geschoben. Ich habe schon gewusst vom Ochsenrennen. Ja. Aber was ich da erlebt habe, da waren ja bestimmt 30.000 Menschen. Das ist ja so eine Furche, ja. Dann sind so Hänge. Und da ist Startziel, sind ungefähr, schätze mal, 150 bis 200 Meter. Yeah. Und wenn das losgeht, wenn die Blaskapellen über die Wiesen kommen, mit den Ochsen und so, das ist wirklich, und die sind ungeheuer geschmückt. Danach nicht mehr, weil danach müssen sie rennen. und die sitzen da ohne Sattel oder was. Das sind ja alles aus der Landbevölkerung, das sind alles irgendwie Bauern, oder die halt die Tiere noch halten. Es gibt ja nicht mehr so viele Ochsen. So ein Ochsen muss dann ja auch erstmal loslaufen. Ne? Ja, aber irgendwie sind die trainiert. Also die laufen dann manchmal los, ohne Befehl. Also da sind so Schranken, so Holzflöcke davor, wo sie drinstecken zum Start und so. Und dann rennen die auf einmal raus, dann fliegt das Holz und alles Mögliche. Mancher will nicht, der wird abgeworfen, der schiebt ihn dann. Dann läuft einer davor mit einem Kübel, Biotoping, dass der Ochs weitergeht und so. Ja. Aber das war ein großartiges Erlebnis. Ist das ein Rennen oder sind das mehrere? Nein, es sind mehrere Rennen. Es geht ja bis zur Entscheidung. Ah, ja. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Ochsen. Ja. Und die Ochsen haben alle so tolle Namen. Aha. Der Django, der Bazi und was weiß ich. Also tolle Namen. Und da gibt es dann eine Endausscheidung. Also die besten, ich glaube, zum Schluss sind, glaube ich, die besten 6 oder was drin. Und was das Schönste war, ich habe ja, es gibt ja ein Programm. Mhm. Richtig, wo die ganzen Ochsennamen drinstehen, wo die Reiter oder was heißt, die halt da drauf sitzen, drinstehen. Kann man da wetten? Wetten kann man nicht. Das habe ich nicht, hab ich nicht erlebt. Ja. Und das wäre was. Also ja. Könnte die Gemeinde viel Geld verdienen. Ja. Ist ja in München. Und das Schönste war, ich vor 3 Wochen habe ich ein E-Mail bekommen. Mhm. Und zwar, der war irgendwo im Kino und hat unseren Trailer gesehen. Ja. Und da kommt er kurz vor. Und der Patric, Michael oder wie er heißt, der hat gewonnen. Aha. Und da schreibt er mir, ich bin der Patric Michael und mein Ochs war der Bazi. Und ich habe das Rennen gewonnen. Könnten Sie mich bitte einladen zur Premiere? Das fand ich, der hat suchen müssen, weil wir stehen ja nicht irgendwo drin und ja, so. Ach so nett. Und das, jetzt kriegt er einen Ehrenplatz. Ich freue mich auch, wenn wir dann im Sellinger Torkino die Premiere haben, ja. Dann werde ich den richtig rausheben. Das ist der Sieger mit dem Ochsenbazi. Sehr nett. Wo Sie gerade bei der Premiere sind, wann findet die statt? Die findet statt am 19. Oktober im Sellinger Torkino. Da habe ich ja alle meine Filme die Premiere gemacht. Aha. Warum machen Sie es immer da? Ja, erst einmal ist ein wahnsinnig schönes Kino, empfinde ich. Ja. Und der Fritz Wesser, der Besitzer, ist ein alter Freund von mir. Ah, ja. Und das ist eigentlich so Pflicht, wirklich von Herbst mich. Alle meine Filme haben dort die Premiere gehabt. Dann ist es auch ein Glücksbringer, das Kino, für die Premiere. Ich hoffe es. Jetzt schauen wir uns auf jeden Fall mal das Ochsenrennen an. Und jetzt legt er los! Gott sei Dank! Wer ist es? Ist es Nummer 13? Die Nummer 13 ist der Bazi, der zirkt voran, ja, mit einem Sprint. Man nennt ihn den Usain Bolt der Ochsenzähne. Es ist unfassbar! Der schwarze Django, der rennt für die Kirchensteuerzahler. Der weiße Bazi ist ein Bayer mit belgischem Migrationshintergrund. Unfassbar! Und der Bazi holt auf. Er überholt. Bazi mit seinem Jockey, dem Michael Patric, der schierst vorne aus. Er ist nicht mehr zu halten. Sklumpfre Hosenträger, der Hurt. Und der Bazi holt auf. Er überholt. Er lässt den Sieg nicht mehr nehmen. Und er gewinnt. Er sandt ab. Und für den schwarzen Django bleibt lediglich die Silbermedaille. Ja, und die Verlierer erhalten einen ehrenvollen, einen ganz heißen Platz auf dem Oktoberfest, nämlich am Spieß von der Ochsenbraterei. War natürlich nur Spaß. Damit gebe ich zurück an die angeschlossenen Sender.
Also mit der Monika Gruber haben Sie natürlich dieses Event, was sozusagen so schon ungeheuer witzig ist, ja, nochmal um 100% witziger gemacht. Ja, das sehe ich auch so. Und das war eine Übertragung, haben wir gesagt, okay, das war auch ein Gag eigentlich. Das Ochsenrennen war natürlich kein Gag, wo man gesagt hat, wir müssen das jetzt, wie macht man das? Macht man das nur das Ochsenrennen? Dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Weltübertragung. Ja. Darum sind Sie ja in dem, dieses neue Mobil von der Bavaria. Mhm. Und da habe ich einen Chinesen drin gehabt, einen Araber, eine Russin, eine Pakistani, eine Perserin und eine Engländerin, die jetzt da moderiert haben. Ja, schön. Und wir haben vorher gezeigt in Raisting die Antennen, die weltweit ausstrahlen, was natürlich ein völliger Quatsch ist. Und die ausstrahlen. Und so haben wir das, sonst hätte man das auch gar nicht so machen können. Ja. Also mit der Monika. Ja, ja. Also es war einfach so. Und da war natürlich, haben wir einen Text gehabt und so. Und das war natürlich schwierig, so nach dem Text zu machen. Mhm. So, jetzt haben wir die Bilder, haben wir das vollgepflastert mit Bildern. Und habe gesagt, Monika, du machst jetzt, was du siehst. Ja, und da hat die gar nicht mehr aufgehört. Ja. Das war in einem Zug, 3 Minuten ist in einem Zug da durchgegangen. Das macht also grandios. Das macht eine gute Kabarettistin aus, oder? Ja, das war fantastisch. Als ich dann den Ochsen in der Ochsenbraterei gesehen habe, da musste ich mich an mein Ochsenfilet erinnern, was ich während des Oktoberfests gegessen habe. Haben Sie es mal gegessen? Ja, das ist das Beste, was es auf dem Oktoberfest gibt. Das ist so das sensationell. Ochsen ist sowieso gut. Also ich mache Ochs wahnsinnig gern. Ja. Und das war der Ochs, den habe ich ein Jahr vorher aufgenommen. Aha. Und ja, da stand der. Die haben auch immer einen Namen. Da stand da oben ein Name. Ja. Das war der Chef von der Ochsenbraterei. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, genau. Das kann man, aber ich gesagt, darf ich das machen? Ja. Weil du stehst da gerade da oben drauf und das nehmen wir halt dann mit und so. Ja. War kein Problem. Ja, nee, das ist aber eine nette Idee gewesen, so den Übergang zur Ochsenbraterei zu finden. Ja, das war da lachen sie natürlich alle. Klar. Aber ist auf der anderen Seite, wenn man den Ochs sieht, dann wird der ausschaut und so. Ja. Gell? Das ist das andere wieder. Das ist schon wieder ein bisschen trauriger. Also alle Veganer rümpfen die Nase. Ja. Die Isar kommt natürlich auch vor, der Flaucher. Ja. Haben wir auch ein Bild von einem ihrer Clips hier. Warum spielt der für Sie eine Rolle, der Flaucher? Ja, der Flaucher, das war mein Lieblingsplatz. Aha, verstehe ich. Weil ich wohne da in der Nähe ja. Und als Jugendlicher lag ich immer im Flaucher. Und da haben wir dann abends ein Feuer gemacht und dann, wie heute halt das jetzt auch ist und so. Nett, ja. Und der Flaucher ist ja auch so, ja, die ganzen Läufe, die daneben sind und die Schinterbrücke und so, das ist eine der schönsten Sachen von der Isar. Ja, und vor allen Dingen ist ja die Isar auch eine der wenigen Flüsse, die durch eine Stadt fließt, wo die Menschen drin baden können. Ne? Also, so ist es, weil es so ein sauberes Wasser ist. So sauber ist ja. Und nachdem sie jetzt wieder völlig neu hergerichtet worden ist, ja, naturalisiert worden ist und so, finde ich die Isar grandios. Ja, ist grandios. Ja, ja. Genauso grandios ist natürlich der Gewichtheber, von dem wir hier auch ein Bild haben. Das ist natürlich auch typisch bayerisch. Ne? Ja, absolut. Also diese Art von Gewichtheben, wie sagt man dazu? Das ist der Steirerhans. Der Steirerhans. Der Steirerhans, genau. Das ist der Stein vom Steirerhans. Der Steirerhans war um die Jahrhundertwende, 18 und noch was, der stärkste Bayer. Mhm. Und der hat diesen Stein, 528 Pfund, mit Mittelfinger gehoben und hat seinen Sohn, der über einen Zentner auf einen Handel, die einen Zentner gewogen hat, hat er turnen lassen. Und hat eine Schnupftabaksdose gehabt mit 20 Kilo. Also das ist das Ding und das war der Sieger, wo die Monika dann sagt, er ist Maurer vom Beruf, ja. Er braucht am Bau keinen Kran, ja, weil er so stark ist. So stark ist. Ja, das ist typisch bayerisch. Ich habe den Stein einmal vor, das ist 1970 oder was, war ich dann, habe auch versucht, dann bin ich ja wieder auf die Idee gekommen, das könnte ich drehen. Habe ich versucht, ja. Steht man auf den Ding und dann hebt man ja so. Also ich habe gedacht, Sie haben versucht, den Stein zu heben. Ja, völlig. Ja. Ja, ich bin auf dem Ding gestanden da. Und die Bandscheibe ist drin geblieben. Nein, der hat sich bei mir gar nicht bewegt. Ja. Der ein bisschen gewackelt hat, aber sonst nichts. Sehr gut. Ja, und dann natürlich ganz toll die Ritterspiele in Kaltenberg. Gell? Also das ist natürlich auch eine super Produktion jedes Mal. Und die gehört einfach auch in eine solche Dokumentation. Ne? Ja, unbedingt. Wir haben ja da wahnsinnig viel Material. Wir waren da öfters beim Drehen und so, auch mit Hubschrauber und so. Und
Und das war wahnsinnig schwierig. Da haben wir, glaube ich, bestimmt 2 Monate hingeschnitten im Schneideraum. Ja. Schnipselt, ja. Wie das alles abläuft. Weil da kannst du nicht das Ganze zeigen. Da musst du eine Stunde nur über das machen. Also, ja. Da musst du das ja kurz machen und da musst du natürlich die Highlights alle rausholen. Und das ist, glaube ich, recht gut gelungen. Und die super Highlights, die haben Sie hier in diesem Clip, glaube ich, auch mit drin. Da ist ja so ein ganzes Mittelalter aufgebaut, nicht, in Kaltenberg. Also das sind ja nicht nur die Ritterspiele. Das ist also die ganzen Restaurants oder überhaupt, oder wie die früher im Mittelalter gearbeitet haben. Oder dann, wie sie gegessen haben. Das ist ein ganz großes Ding. Da haben die so eine Händelfüße und alles mit den Händen. Da wird dann mit den Händen gegessen, so wie es halt war. Und die Leute, die da sich so verkleiden, die leben das wirklich, als wäre es das Mittelalter, gell? Das ist genauso wie Landshuter Hochzeit. Ja. Die lassen sich die Haare 2 Jahre vorher wachsen und leben auch schon in der Landshuter Hochzeit. Ja. Weil ich kenne da den Journalist und Herausgeber von Landshut. Ja. Und da habe ich gar nicht gewusst, das kommt bei mir im Film vor. Mhm. Ich kenne den recht gut. Und als letzte Bild, denke ich mir, den kennst du doch irgendwo her. Mhm. Aber weil er andere Haare hatte, war der Herbert Zeltzer, also den ich recht gut kenne. Den habe ich aber bestimmt 1 Jahr nicht gesehen. Den Film schneidet man, fangen wir von vorne an, wieder hinten. Und dann habe ich ihn erkannt, dann habe ich es ihm gesagt. Das ist wie in Oberammergau alle 10 Jahre. Ja, dann so lassen sie sich auch alle die Haare. Genau so ist es. Das ist schon interessant. Ne? Die Leute mögen das auch. Irgendwie, ja. Das ist auch die bayerische Mentalität. 500 Jahre Reinheitsgebot. Das war ja auch Kaltenberg. Da gibt es ja noch... Da sind 500 Schützen auf einmal, die alle loslegen. Da kannst du die Ohren zuhalten. Ja. Und die 500 Jahre Reinheitsgebot, das wurde 1 Jahr gefeiert, ein ganzes Jahr. Und da war Aldersbach, war die große Ausstellung. Ja. Da haben wir auch gedreht. Da haben wir die Schäffler gehabt. Und in Aldersbach wurde der größte Knödel der Welt gebacken. Aha. In diesem Jahr? Also letztes Jahr. Zur 500 Jahre Feier. Ja. Und da ist der ganze Platz, das ist auch alles abgesperrt und so. Mhm. Und wir waren in der Früh um 4 Uhr waren wir in der Bäckerei. Und der Knödel wiegt 7 Zentner. Den mussten sie dann mit dem Kran in so ein Tuch reintun und mit dem Kran dann rüberfahren. So eine Messer haben die gehabt, wo der Knödel dann zerschnitten worden ist. Und das war, dass er ins Guinness-Buch der Rekorde kommt. Gell? Aber es hat nicht ganz funktioniert, weil wir die mit dem Messer dann rein sind, ist ein Zentner weggefallen und so. Und die Leute haben gedacht, aber der Knödel wurde gegessen. Aha. Er hat jetzt, man konnte ihn essen, so war es nicht. Manche hat das Gesicht verzogen, aber der Knödel war dann weg. Sie haben das Ganze ja so angelegt, dass es quasi von Anfang des Jahres bis Ende des Jahres geht. Ne? Richtig. Und Ende des Jahres ist halt immer Weihnachten. Richtig. Und da waren Sie in Altötting, da haben wir auch ein paar Fotos und natürlich hier auch wieder mit Ihrer Monika Gruber. Und die erzählt dann was zu den Weihnachtsfiguren in Altötting. Ja, also es beginnt ja so, die starre Zeit beginnt. Ja. Ja? Und da haben wir wunderbare Winterbilder vom Königssee mit St. Bartholomä. Mhm. Und dann geht es weiter, dann kommen Verkleideten am 6. Dezember die Krampusse und dann geht es weiter in das Sinnliche. Und das ist eigentlich recht gut gelungen mit der Musik, das ewige Lied vom Händling. Ja. Weil das zieht dann die Leute, ich habe es gemerkt jetzt bei den Vorführungen, das zieht die Leute richtig rein. Ja? Und dann zum Schluss haben wir halt Monika Gruber am Stand, wo sie noch ein paar berühmte Worte sagt und so. Ja. Und dann ist ja der Film praktisch, geht er dem Ende entgegen. Aber ich habe diesen Filmclip, den wir jetzt gleich sehen, bewusst ans Ende gelegt, weil
Das ist ja eigentlich ein Klassiker, an dem Sie sich da orientieren, nicht? An das Boot. Das Boot? Was das Ende betrifft? Ja, da gibt es doch diese U-Boot-Szene. Ja, da gibt es die Szene in Lindau. Also bei der Segelregatte, größte Segelregatte. Und wie Sie dann die Grube durch... Die ist im Boot, genau. Ist im Boot. Also man weiß ja nicht, der Zuschauer, das darf ich gar nicht verraten, dass sie sieht die Segelregatte und sie muss die Schweizer, die Baden-Württemberger und die Österreicher und die Lindauer retten, ja, sozusagen. Und das löst sich dann später auf und so. Und das Boot war das Originalboot vom Boot. Genau. Und die Mütze war vom, Hauptdarsteller, der in Hollywood auch gelebt hat. Die habe ich noch im Fundus gefunden, in der Bavaria. Mhm. Das war die Originalmütze, wo sie dann sagt, okay, warum, wir Bayern sind ja sozusagen, wir waren ja alle, was richtig stimmt, ja, wir Bayern waren ja immer bei der Seefahrt. Weil wir konnten nicht schwimmen. Und da hat keiner freiwillig das Boot verlassen. Das war der Sinn. Aber es gibt eben auch diese eine Kamerafahrt durch das U-Boot, die in dem Original das Boot sehr nah angelehnt war. Ich glaube, das war die Referenz des Kameramanns. Das hat der Jos Percano damals gemacht. Ja. Und ich weiß schon, das hat damals so ausgeschaut wie ohne Schnitt. Ja, das war damals eine Sensation. Ja, und da waren Schnitte. Ja, immer wenn irgendwo der Rauch raufgekommen ist, also was der Zuschauer nicht gesehen hat, war halt da ein Schnitt und so. Nein, wir haben da keine Steadicam nicht gehabt oder die Kamera, wo wir begleiten konnten. Aha. Wir haben das ein bisschen anders gemacht. Also nicht so professionell, wie das damals beim Boot war, ja, aber es schaut genauso gut aus. Schauen wir es uns an. Bei guten Segelwetter im Sommer sieht der Bodensee von Lindau aus, als wäre der Hafen von einer Belagerungsflotte umsegelt. Höchster Alarm für die Bayerische Marine. Küstenwache, Alarm! Seeräuber in Sicht, ein ganzer Schwarm! Volle Kraft voraus! Torpedos zum Abschuss klar machen! Wir lassen unsere Schwaben nicht im Stich! Torpedos abschussbereit! Lindau bereits von Piratenflotte umzingelt! Prinzipienfall ausgerechnet am Samstag. Wollt man noch die Hover schon. Es langt ja, wenn die anderen alle ranzeln wie Sau. Wenn's mir nicht gehst mit diesen Seeräubern, glaubst du das? Oh, scheiß Tonscheibe! Lassen Sie mich erst einmal das Periskop schauen. Die kann halt unheimlich gut improvisieren, die Grube, gell? Ja, die kann, das ist alles, das an Ort und Stelle. Ja. Ja, wir haben das immer so gemacht, Monika, was fällt dir ein, was fällt mir ein und wie ist die Situation? Und da haben wir immer ganz schnell irgendwas gehabt und so, und haben uns immer totgelacht. Also der Film war richtig Spaß. Mhm. Wir haben richtig viel Spaß gehabt, die 4 Jahre. Wie lange dauert er? Der Film? 89 Minuten. 89 Minuten. Ja, ja. Mit wie vielen Kopien gehen Sie da jetzt an den Start? Ja, wir haben jetzt 100 bayerische Kinos. 100, die alle synchron den Film spielen? Die alle synchron, ja, manche spielen eine Woche später oder 2 Wochen später. Also. Weil ich starte ja mit Fakir Goethe. Und da gibt es, das war mir bewusst, weil Fakir Goethe wird ein Ballon werden wieder. Ach so. Ja, genau. Dann habe ich gedacht, okay, es gibt ja Kinos, mhm, die sind dann ausverkauft. Mhm. So ging es mir damals bei der Titanic, wo ich, glaube ich, Ramadan gehabt habe. Mhm. Und da waren Menschenschlangen, die nach Hause gehen mussten. Und dann sind wir im Film gegangen. Wenn nach Hause gehen wollten sie nicht mehr, war das ein Ding. Ja, und die meisten haben ja inzwischen ja 3, 4, 5 oder 8 Kinos. Es gibt natürlich Kinobesitzer, die nur eins haben. Ah, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Also da kommt jetzt von Fuck You Goethe der zweite Teil raus, oder? Und wenn die Leute, die da nicht mehr reinkommen, schon ins Kino gehen, dann sagen die, ach, dann gucken wir uns mal den Filzmeier an. Ja, genau. So. Weil vielleicht schlecht Wetter, nach Hause gehen wollen sie nicht mehr. Ja, verstehe. Und dann sagen sie, schauen den Film an und kriegen vielleicht danach wieder eine Karte von Fuck You Goethe. Ich weiß es nicht. Und die machen dann Werbung für den Film, weil sie ihn ja so gut gefunden haben. Ist ja klar. Ja, ich hoffe. Das ist ja immer der große Punkt, ich möchte ja nicht, ich mache nicht Filme für mich alleine, sondern ich mache Filme fürs Publikum. Und das ist ein Film, der jetzt keine Ansprüche politischer Natur oder kritischer Natur, mhm, sondern das ist ein Film, wenn man rausgeht, soll man sich wohlfühlen. Also man soll pessimistisch da aus dem Film rausgehen und sagt, okay, es hat mir gefallen oder nicht gefallen oder wie immer,
So nach dem Motto, was der Ministerpräsident immer sagt, in Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. So nach dem Gefühl soll man dann aus ihrem... Die Vorstufe zum Paradies ist ja sowieso. Nein, ich möchte die Leute da ein bisschen glücklich machen. Ja. Und ich habe gemerkt, jetzt auch bei meinen Vorführungen und so, dass die Leute viele SMS bekommen. Sagen Sie noch mal ganz kurz, wo sind Sie, wenn Sie dann so eine Premiere zeigen? Sind Sie dann im Kino oder laufen Sie vorm Kino rum und sagen, oh, ich will nichts sehen, ich will nichts sehen? Nein, das ist nicht. Also, ich bin, eine Premiere ist natürlich was anderes, als wenn es eine normale Vorstellung ist. Weil Premiere, die Leute kennt man und so. Also, wenn man ganz normal kurz ist, dann reagieren die Leute anders. Und ich mache ja eine Kinotour. Ja. Über 3 Wochen, jeden Tag 2 Kinos in Bayern. Ah, und dann sind Sie da? Und da bin ich da. Und nach reden? Der Vorstellung auf der Bühne und dann rede ich mit den Leuten. Das ist doch ganz wichtig. Und finde die wichtig und die Leute freuen sich. Und ich, vom 20. bis 11. November bin ich da auf Kinotour. Ja. Also Herr Filzmaier, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit diesem Film. Die Teile, die ich gesehen habe, sind wirklich amüsant. Und an der Stelle ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich für Ihr Interesse. Und ich danke Ihnen. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.